Herzlich willkommen zu unserem Fazitvideo. Balkan, September 2018 mit dem Wohnmobil. Aber zuerst mal, wie immer, Prost. 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 Ja, wir haben euch versprochen, dass noch ein Fazitvideo folgt. Wir haben jetzt ein paar Informationen für euch zusammengetragen, die wir euch heute mit diesem Video gerne vermitteln möchten. Beginnen möchten wir mit allgemeinen Dingen, zum Beispiel die Reisezeit. Wir waren ja, wie ihr gesehen habt, im September dort. Wir fanden es eine sehr gute Reisezeit. Mhm. Es war an der Küste noch sehr schön zum Baden, teilweise sogar richtig heiß. Und im Landesinneren waren die Temperaturen teilweise schon nachts recht frisch in der Höhe, aber tagsüber ideal zum Wandern. Also war sehr angenehm. Temperaturen September, mhm, top. Dann die Dauer der Reisezeit. Wir waren 3 Wochen unterwegs. Ursprünglich haben wir uns ein bisschen zu viel vorgenommen. Wir wollten eigentlich noch Mazedonien, Albanien und Ungarn auch wieder zurückfahren. Das haben wir jetzt alles nicht gemacht. Wir waren jetzt sind durch Slowenien gefahren, Kroatien, Montenegro und dann wieder zurück nach Bosnien-Herzegowina und wieder Slowenien. Mehr darf man sich nicht zumuten. Das könnte man machen, wenn man einfach mal richtig Roadtour-mäßig überall durchfährt. Ja. Aber das vielleicht ein anderes Mal. Genau. Dann die Route selber. Unser Prinz hat es wieder live mitgetrackt mit dem GPS-Tracker. Die Route, die wird euch dann unten als mehrere Dateien und Links verlinkt. Da könnt ihr genau schauen, wie wir unterwegs waren. Wenn euch die Campingplätze oder Stellplätze interessieren, die findet ihr bei jedem Video auch unten in der Beschreibung. Mhm. Gut, dann kommen wir mal zum allgemeinen Teil. Das waren erstmal unsere Reisekosten. Wir haben eine Aufstellung gemacht, die blenden wir euch auch ein. Ja. Was wir so ausgegeben haben. Wir haben jetzt alles zusammengetragen, haben aber nicht angegeben, was wir an Essen ausgegeben haben, weil das ist ja jedem selbst überlassen. Wir haben jetzt zum Beispiel zusammengetragen die Kosten Vignetten 33 Euro. Für Maut und Tunnels haben wir insgesamt 75 Euro rum ausgegeben. Dann Sprit, also Diesel, haben wir 390 Euro ausgegeben. Für Camping, Stellplätze waren uns ungefähr 275 Euro. Fähre 39 Euro. Und alle möglichen Eintrittspreise zusammen waren 175 Euro. Also das war auch mit Bootsfahrt und also solche Dinge haben wir einfach mal zusammengetragen. Internet haben wir 20 Euro ausgegeben, also 2 mal 10 Euro. Da kommen wir nachher noch dazu. Und Parkgebühr 5 Euro, das war vermutlich der Parkplatz in Mostar. In Mostar, genau. Macht zusammen 1000 Euro. Genau, also mit 1000 Euro grob sind wir jetzt da gut durchgekommen. Mhm. Dann haben wir euch noch eine Länderübersicht zusammengestellt. Wir blenden das jetzt auch nebenher ein. Für Ausweise benötigt ihr im Normalfall den Personalausweis, der reicht. Aber wir hatten einen Reisepass und haben den mitgenommen, weil wir wussten, dass das in Montenegro und eventuell auch in Bosnien empfohlen wird. Von dem her, wenn ihr nur einen Personalausweis habt, also bitte mal selber informieren, ob der ausreicht. Also wir haben in diverse Länder auch einige Stempel eingesammelt. Mhm, genau. Also wir empfehlen den Reisepass. Dann braucht ihr für sämtliche Länder, außer für Österreich, die grüne Versicherungskarte. Und da müsst ihr halt schauen, so in Bosnien-Herzegowina, dass das entsprechende Kürzel da dafür auch oder dass ihr vermerkt ist, dass ihr dort versichert seid. Ja. Dann die Währung ist in Slowenien ganz einfach der Euro, in Kroatien der Kuna. Der aktuelle Kurs war 1 Euro, sind 7,43 Kuna. In Montenegro ist auch der Euro. In Bosnien und Herzegowina die konvertible Mark. Das ist dieser alte Umrechnungskurs 1 Euro 1,95583. Und in Österreich, klar, der Euro. Das haben wir angegeben, weil wir hier durchgefahren sind.
Dann denke ich, sind die Spritpreise, bei uns halt jetzt die Dieselpreise generell interessant, wo ihr wie tanken könnt. Wenn ihr über Deutschland kommt, ich fange mal unten an, empfiehlt es sich in Österreich zu tanken, da haben wir jetzt 1,22 bezahlt. Wenn man 500 Meter von der Autobahn wegfährt, auf der Autobahn waren das 1,56, Ja. ein Kilometer weiter. Also ihr müsst runterfahren von der Autobahn in die nächste Ortschaft und dann Ist spart ihr Geld. erheblich billiger. Und dann könnt ihr schauen, dass euch der Diesel auf jeden Fall bis Bosnien-Herzegowina reicht. Da zahlt ihr 1,14 Euro, das ist das allerbilligste Land. Kleiner Tipp, wenn ihr über Kroatien wie wir die Tour runterfahrt nach Montenegro, müsst ihr kurz durch Bosnien durch. Da gibt es eine Tankstelle. Ja. Oder mehrere, aber da gibt es auf jeden Fall eine Tankstelle, dort volltanken. Das reicht euch dann der komplette Montenegro oder falls ihr weiterfahrt, Urlaub Ja. und wieder nach Bosnien zurück. Und wenn ihr in Bosnien nochmal tankt, dann reicht es theoretisch locker bis heim. Wir haben dann in Österreich nochmal volltankt. Genau. Und so sind wir dann auf, ich denke, doch relativ günstige Dieselkosten gekommen für die 3.500 Kilometer, die wir gefahren sind. Ja. Ja, dann Stichwort Internet unterwegs. Ihr habt ja über EU-Roaming, die im Normalfall, müsst ihr mal genau nachschauen, die gleiche Tarife in bestimmte Länder der EU wie zu Hause. Das war bei uns Slowenien, Kroatien und Österreich. Da kann man mit der eigenen SIM-Karte surfen. In Montenegro und Bosnien gilt der Tarif halt nicht. Und dort empfiehlt sich, die Prepaid-Internetkarte zu kaufen. Bei Montenegro heißt die Telenor, kostet 10 Euro. Wir hatten sagenhafte 250 Gigabyte und in Bosnien-Herzegowina, wir können jetzt nochmal versuchen, ist das von Bosnien-Herzegowina Telekom, das waren 10 Euro 5 Gig. Ich meine, die haben auch so einen Sparbonus noch gehabt, dass es 15 Gig waren. Ja. Mautgebühren haben wir zahlen müssen in Slowenien, Kroatien und Österreich. Gut, das waren jetzt mal so die allgemeinen Informationen. Was wir noch sagen möchten, das war auch eine Frage von euch. Und zwar war das eine Frage vom Andreas, auf was man denn achten muss, wenn man in den Balkan reist. Da haben wir uns lang Gedanken gemacht, aber wir sind dann zu dem Entschluss gekommen, dass es da eigentlich nichts gibt, auf was man achten muss. Wir haben uns vorher keine Gedanken gemacht und wir haben auch überhaupt nirgends irgendwas Negatives erlebt. Nein. Ich habe da ein anderes Gefühl gehabt bei unserem letzten Septemberurlaub, zum Beispiel in Südfrankreich. Also ich denke, es gibt genug europäische Länder, die uns viel vertrauter sind, wo man mehr aufpassen muss. Als im Balkan. Als in den Balkanländern, wo wir waren. Also weder in Bosnien noch in Montenegro haben wir uns zu keiner Zeit irgendwie unsicher gefühlt. Ja. Also keine Angst, ihr könnt da wirklich sorgenlos hinreisen. Genau. Der nächste Punkt, übernachten, freistehen, Entsorgungsstationen. Also ihr habt euch sicherlich auch gewundert, weil wir ja auch immer sagen, wir möchten eigentlich nicht auf Campingplätze übernachten. Wir haben es jetzt gemacht. Aus dem einen Grund, es gibt keine, oder wir haben zumindest keine gesehen, freie Entsorgungsstationen, die, wie man sonst gewohnt ist, das gibt es dort nicht, das gibt es lediglich auf Campingplätze. Freistehen, wissen wir, möchten diese Länder nicht, also es ist eigentlich verboten. Deswegen haben wir auch darauf Rücksicht genommen. Wir haben dann, natürlich sind wir dann auf Campingplätze ausgewichen, haben aber meist eher so die kleinen Campingplätze belegt. Kleine Campingplätze, die meist auch von privater Hand geführt werden. Also wir waren wieder rein mit Park for Night unterwegs. Dort gibt es ja auch Campingplätze. Mhm. Und viele Campingplätze waren wirklich Privatleute, die jemand ein Stück Wiese zur Verfügung stellen. Und ich denke, die können das Geld gebrauchen. Ja. Und wenn man jetzt mal die Campingplätze in Kroatien weglässt, das waren wirklich touristische Campingplätze, die dann auch so 25 Euro gekostet haben, was auch noch nicht sehr teuer ist.
So hat man, denke ich, in Montenegro oder in Bosnien pro Person 5 Euro zahlt. Ja, also wir haben meist 10 Euro bezahlt und das war super. Das war wirklich gut. Und so haben wir auch nie irgendein Problem gehabt mit Wasserversorgung, Entsorgung oder Toiletteentsorgung. Ja, nie. Dann noch was, also in den Balkanländern, Montenegro, in Bosnien speziell auffällt, sind Polizeikontrolle. Also man sieht sehr viele Polizeiwege, immer auch mit zwei Polizisten besetzt am Straßenrand. Die kontrollieren, die ziehen auch Raser raus. Daher der Tipp, haltet euch an die Geschwindigkeitsbegrenzungen. Wir haben nie irgendwo ein Problem gehabt. Andererseits ist, denke ich, auch der Sicherheit zuträglich, wenn man viele Polizisten unterwegs sieht. Ja, genau. Also wir haben überhaupt keine Probleme gehabt. Also der Hinweis auf jeden Fall für euch, das ist hier dort wirklich sehr verstärkt im Einsatz, die Polizei. Nächster Punkt, Lebensmittel einkaufen. Haben wir auch überhaupt keine Probleme gehabt. Es gibt überall Lebensmittelgeschäfte, also Lebensmittel einkaufen top. Preislich sogar eher wie bei uns die Preise. Bis günstiger, genau. Also es war jetzt nichts, dass man gesagt hat, das ist jetzt aber teuer oder kostet viel. Also überhaupt gar kein Problem, das Einkaufen. Dann die Verständigung. Ja. Ich glaube, man hat hier in den Balkanländern aufgrund dessen, dass ich denke, viele bei uns als Gastarbeiter tätig waren, doch relativ gut oder so Deutsch sprechen, dass man sich verstehen kann. Ja. Also selbst der Campingplatzbesitzer in Sarajevo, der uns ja freundlicherweise in die Stadt gefahren hat, war gebrochenes Deutsch, aber man konnte sich in Deutsch, denke ich, besser unterhalten wie mit Englisch. Ja, also wenn man gefragt hat, Deutsch oder Englisch, dann war eigentlich immer eher so, Deutsch. Lieber Deutsch ist besser. Also ihr kommt da mit Deutsch ganz gut durch. Aber zur Not gilt immer Hände und Hände, Füße. Ja, genau. Das gilt dann genauso. Jetzt möchten wir mit. Gehen wir noch kurz die Frage von uns durch. Ja. Der Klaus mit C hat mal nach der Größe von Wohnmobil gefragt. Wenn man, ich denke speziell in Bosnien unterwegs ist, wenn ihr da unser UNA-Video gesehen habt. ist natürlich schwer zu sagen, je nachdem, wie jemand sein Fahrzeug einschätzt und fahren kann. Aber ich denke, da kommen wir aber nachher beim UNA noch drauf. Es ist überall wie immer, wenn ich jetzt an Kroatien denke, das sind teilweise sehr steile Campingplätze, die ganz schwer zu befahren sind. Also jeder, der an der kroatischen Küste kein Problem hat, der kommt beim Rest, bis vielleicht später UNA, denke ich, relativ gut durch. Der Harald hat gefragt, ob es denn außerhalb vom Wohnmobil auch Übernachtungsmöglichkeiten gibt in Ferienwohnungen bzw. Hütte. Ganz klar, ja, könnt ihr machen. Also es wird angeboten, haben wir überall gesehen. Also fast jeder, der so einen kleinen Campingplatz betreibt, hat auch eine Wohnung zu vermieten. Also da kommt er problemlos durch. Ja. Wir verwenden jetzt Park for Night, da gibt es halt keinen Sleep for Night. Aber ich denke, wenn ihr euch da rechtzeitig informiert, werdet ihr überall einen Platz finden. Kroatien und Slowenien, die Touristenländer ja sowieso. Sowieso, genau. Aber Montenegro auch kein Problem, Bosnien. Dann die Barbara hat gefragt, ob denn diese Balkantour auch mit einem Hund möglich ist. Wir haben jetzt kein Haustier dabei, aber ganz klar, ja, könnt ihr natürlich euren Hund mitnehmen, überhaupt gar kein Problem. Natürlich müsst ihr euch auch wie in jedem anderen Land vorher erkundigen, wie es ist mit den Impfbestimmungen. Da kennen wir uns jetzt leider nicht aus, aber überhaupt kein Problem mit dem Hund zu reisen. Ihr müsst nur aufpassen, dass er dann am Ende nicht mit zwei oder sogar drei Hunden zurückkommt. Wenn ihr die knuffigen kleinen Hunde da am Straßenrand seht, ihr habt es in unseren Videos gesehen, denke ich, dass ein Hundehalter sich da eventuell schwer tut, dran vorbeizufahren. Gut, das waren eure Frage und jetzt gehen wir mal auf jedes einzelne Land noch ein, wie wir denn jedes Land für uns empfunden haben. Wir beginnen mit Slowenien.
Slowenien ist für uns ein absolutes Wohlfühlland. Wir haben sehr bedauert, dass es wieder mal eine Reise war, wo Slowenien nur ein Durchreiseland war. Und für uns ist sicher, wir werden in Slowenien auf jeden Fall mal einen Haupturlaub machen. Slowenien ist alles sehr sauber, sehr freundlich. Man fühlt sich sofort wohl. Die Vorgärten sind alle picobello. Es sind alles nette Häusler, es ist alles... Sie sind einfach sehr gut entwickelt. Ja. Und man fühlt sich dort wirklich sehr, sehr wohl. Und natürlich die Landschaft, ein Traum. Der Triglav-Nationalpark, man hat die Berge vom nahen Österreich. Der Pleder See, obwohl es ein absolutes Touristenhochzentrum ist, mir empfehle ich trotzdem, dahin zu gehen. Es liegt halt bei der Rückfahrt auch ideal direkt an der Autobahn. Und ich glaube, Slowenien, auch wenn es so ein kleineres Land ist, bietet noch sehr, sehr, sehr viel andere tolle Sachen. Das Essen ist hervorragend, also uns schmeckt es dort sehr gut. Wir haben halt gesagt, wir möchten in Slowenien nicht zu viel Zeit jetzt verbringen, weil von uns sind es 5,5 Fahrtstunden und wir sind in Triglav. Ja. Und da warten wir auf jeden Fall mal noch, wenn man mal eine Woche oder verlängerte anderthalb Wochen hat, mit Sicherheit mal noch mal hinfahren. Auf jeden Fall. Dann Kroatien. Ja, Kroatien. Kroatien war auch nur in Anführungsstrichen ein Durchreiseland. Wir waren aber schon in Kroatien, wie viele andere auch. Und speziell die Insel Pag hat uns gut gefallen und da wollte man einfach nochmal hin. War ideal für einen Zwischenstopp für uns. Ich denke, Kroatien kennt jeder früher, wenn er gesagt hat, er fährt nach Jugoslawien, ist er eigentlich nach Istrien gefahren. Beziehungsweise in die Kvarner Bucht, wo die ganzen Inseln, Kirk und so weiter sind, ist natürlich alles top entwickelt für einen Strandurlaub. Ich denke, da braucht man nicht viel dazu sagen. Viele kennen Kroatien auch so gar nicht von Landesinneren, vielleicht noch die Plitvicer Seen. Ja. Aber für uns war es halt auch eine notwendige Strecke auf dem Weg nach Montenegro. Und da möchte man halt noch unbedingt erwähnen, die Stadt Dubrovnik, das ist ja der letzte Südzipfel von Kroatien. Also wenn man schon mal da unten ist. Auf jeden Fall besuchen, genau. Auf jeden Fall Dubrovnik anschauen. Wir haben Kroatien auch genutzt, um noch ein bisschen Strandurlaub zu machen an dem wunderschönen Meer. Türkis, grünes Wasser, glasklar, also war wirklich wunderbar. Ihr habt ja auch unsere Unterwasseraufnahme gesehen, die wir gemacht haben. Ganz klein wenig war ich enttäuscht von der Unterwasserwelt. Ich habe mir einfach ein paar mehr Fische oder hätte mir ein paar mehr Fische gewünscht, aber es war trotzdem wunderschön. Da fahren wir dann mal nach Ägypten. Genau. Zum Schnorcheln. Dann geht's weiter nach Montenegro. Montenegro war ja das Haupturlaubsziel eigentlich. Der Balkanreise und Montenegro hat uns nicht enttäuscht. Also in alle Belange, landschaftlich top, Küstenregionen top. Wunderschön, wunderschönes Land, also wirklich sehr zu empfehlen. Eigentlich auch sehr nette Menschen. Ich denke, so wie überall. Ja. Ich denke, da haben wir überhaupt keine Probleme gehabt. Man hat sehr viel an der Küste, wo man unternehmen kann. Die alte Stadt Kotor. Hervorragend und man ist ruckzuck im Landesinneren in die Berge. Der letzte Urwald oder einer der letzten Urwald, die Biokratska Nationalpark, Dumitor, also auf jeden Fall wunderschön, absolut. Zum Wandern, wirklich, wirklich ein Top-Land. Und gut, dass wir hier nicht bloß 2, 3, 4 Tage eingeplant haben. Ja, also wir haben uns da wirklich Zeit gelassen, weil es uns einfach wichtig war und mir wurde auch nicht enttäuscht. Es gibt, habt ihr ja auch gesehen in unserem einen Video, als wir die Tierhilfe erwähnt haben in Montenegro. Das ist dort ein Problem, ganz klar. Die sind dabei, also es gibt ja die Tierhilfe, die sich da kümmert. Und ich denke aber, dass das in den nächsten Jahren dort auch kommen wird, dass sie das angehen und dass sich das auch bessert. Ein größeres Problem sehe ich auch noch in Montenegro, das ist einfach die Müllentsorgung. Also es liegt überall Müll rum. Den Skutari-See muss man sich quasi ohne PET-Flasche vorstellen, die dort überall im Wasser schwimmen. Das ist schon sehr bedauerlich. Das fällt am Anfang natürlich massiv auf. Man gewöhnt sich natürlich ein Stück weit daran, aber es fällt halt
auf die riesen Müllcontainer, die teilweise dastehen und entleert werden und dann überlaufen. Ja. Aber ich denke, es gibt genug südliche Länder, die halt nicht unsere Standards entsprechen. Ja. Ja, es ist hier nicht anders. Genau. Nochmal zum Tierschutz. Wir haben ja auch in unserem Video die Spendenaktion von uns erwähnt. Und da möchte man euch einen kleinen Zwischenstand geben. Wir sind jetzt aktuell bei 240 US-Dollar. Das sind gut 200 Euro, die dort zusammengekommen sind. Ihr dürft gern weiterhin die Videos laufen lassen und die Werbung durchlaufen lassen, dann wird es noch mehr. Wir sammeln bis Ende Oktober. Ja. Und wir haben auch Hinweise gekriegt, ja, ich würde gern sofort selber spenden. Habt ihr ein PayPal-Konto? Haben wir gesagt, nee, macht es am besten direkt. Wir haben geschaut, wenn man direkt spendet, muss man halt Überweisungen, das ist vielleicht nicht ganz so modern. Ja. Und deswegen haben wir mal nachgeschaut. Wir haben jetzt so ein Spendenkonto bei uns bei PayPal eingerichtet, da kann man relativ simpel Geld spenden und wir waren dieses Geld Ende Oktober dann gemeinsam an die Tierhilfe überweisen, zusammen mit dem, was bei uns bei YouTube reinkam. Mhm. Und natürlich werden wir die YouTube-Einnahmen wie versprochen verdoppeln. Genau. Wir halten euch da aber auf dem Laufenden und geben euch Anfang November da so einen Endstand. Ein extra Video und da kriegt ihr auch mal ein bisschen Einblicke. Können wir euch mal ein bisschen zeigen, was im Hintergrund bei YouTube abläuft, wenn man so einen Kanal hat. Genau. Also Bosnien und Herzegowina, die sind, was den Tourismus angeht, in den Anfängen. Die kümmern sich auch darum. Das Problem liegt eher in der Umsetzung. Das klappt noch nicht so ganz. Also sie kassieren Eintrittsgelder, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber es gibt Touristeninformationen. Aber wenn man da eine Information haben möchte, kriegt man irgendwie keine. Man kriegt auch keine Broschüren oder Kartenmaterial. Also das ist alles noch so ein bisschen zurückgeblieben. Im UNA haben wir keine Wanderwege gefunden. Nichts. Durch das, dass es keine Auskunft gab, hat man halt den Wanderweg die Straße gewählt. Und man hat durch Zufall von jemand, die auch bei dem Stellplatz vor mir waren, die haben da kurz was getrunken, die haben uns gesagt, wenn man bei dem Wasserfall einfach weitergeht, da kommt noch ein kleiner Wanderweg. Also man tut sich einfach in Bosnien-Herzegowina schwer, dass man ankommt, ich mache jetzt das, ich möchte das machen, ich informiere mich. Das funktioniert irgendwie nicht. Das funktioniert dort nicht so gut. Auch die Straßenverhältnisse, UNA Nationalpark. Katastrophe. Unzumutbar, wirklich unzumutbar. Und wir sind uns eigentlich sicher, die haben angefangen zu bauen, also sind Gelder da gewesen und dann waren sie vermutlich auf einmal nicht mehr da. Das ist sehr schade. Mir ist auch aufgefallen, ich habe die neuesten Karten von meinem Navigon-Navi-Gerät aufgespielt und mir war eigentlich klar, wir haben keine Probleme. Ja. In Bosnien sind da nur die Hauptstraßen verzeichnet. Alle Straßen durch den UNA und so weiter, die gibt es da gar nicht. Also wir haben Glück gehabt, dass wir in Bosnien noch Offline-Navigation mit Android-App, mein iPhone war ja kaputt, da habe ich mir halt so Offline-Navigation besorgt. Und dank, das muss man jetzt erwähnen, des hervorragenden Internets, das man dort wirklich überall über die Prepaid-Karten hat, konnten wir uns die ganze Navigation runterladen und sind so überhaupt durch das Land gekommen. Ja. Mag jetzt auch ein Zufall sein, aber Montenegro war komplett drin. Bosnien, da hat, immer Probleme gehabt. Da hat einiges gefehlt. Aber jetzt? So hat Bosnien insgesamt, wenn man das so betrachtet, hinterlässt es eigentlich so ein bisschen negativer Nachgeschmack. Aber wären da nicht die Menschen. Genau. Die Menschen haben das alles wettgemacht. Also es gibt nirgends herzlichere Menschen wie in Bosnien und Herzegowina. So wie wir es jetzt erlebt haben, das mag jetzt Zufall sein, mit Herrn Barovic. Ja. Er ist Bosnier. Ja. Egal mit wem wir da getroffen haben. Die sind so stolz, ihr Land zu präsentieren. Die sind dankbar, dass Menschen wie wir das Land besuchen, dort Urlaub machen. Also das sind sehr, sehr herzlich. Ja. Also wir haben jetzt die Besitzer im UNA-Nationalpark, wo wir den Stellplatz gehabt haben, da wo es die leckere Forelle gibt, haben wir jetzt nicht so intensiv
gefilmt, aber die waren wirklich enttäuscht, wo Iris gesagt hat, wir haben schon gefrühstückt. Dann haben wir gesagt, jetzt gehen wir doch nochmal hoch. Dann sind wir bei ihnen im Wohnzimmer gesessen. Die haben Getränke serviert, Kaffee serviert, Kuchen serviert. Brot mit selber gemachter Marmelade. Wir haben uns sehr lange und intensiv mit denen unterhalten. Man glaubt gar nicht, was die Leute da mitmachen. Ja. Die wohnen ja schon ewig dort. Jetzt macht man da einen Nationalpark draus. Der hat ein Waldstück und darf von heute auf morgen kein Holz mehr holen. Der muss sein Holz sehr teuer einkaufen. Für 10 Euro? Nee, nee, 40 oder 80 Euro per Steher, also per Kubikmeter, muss der jetzt sein Holz woanders herholen. Ja. Die Menschen kaufen nur gutes Fleisch. Die gehen in den Supermarkt und sagen, das Fleisch mögen sie nicht, das stinkt. Die besorgen ihr Fleisch beim Nachbarort, wenn dort geschlachtet wird. Ja. Und das kriegt man wirklich alles mit, wenn man sich auf die Leute einlässt. Ja, also das hat uns sehr berührt, die Menschlichkeit, und das hat ganz, ganz viel aufgewogen. Ja, so ein kleines Beispiel noch. Wir waren, wo die kleine Wasserfälle und die kleine Häuschen waren, Milicic, glaube ich, hat es geheißen. Da sind wir später noch unterwegs gewesen und wollten fragen, wo es zum Restaurant geht. Und da sind wir auf so einen jungen Bosnier zugelaufen und sagen, hello, way to restaurant. Das Erste, was der gesagt hat, welcome to Bosnia-Herzegowina. Ja. Der hat gesehen, dass wir Touristen sind und hat uns erstmal herzlich willkommen geheißen. Ja, und das also sowas habe ich nur in keinem Land erlebt. Ja. Also wirklich von der Menschen her ein ganz, ganz, ganz tolles Erlebnis gewesen. Also von dem her, schlussendlich wiegt in Bosnien das alles das auf, was man dort an Mühe erstmal auf sich nimmt. Bosnien wirkt während dem Urlaub ein bisschen anstrengend, aber das macht es halt auch aus. Es ist ein Land, das jetzt nicht so touristisch erschlossen ist und da kann man einfach viel erleben. Man muss offen sein, man muss auf Leute zugehen und man muss organisieren, wie die nicht vorhandene Navigation bei Navigon. Aber es ist ein sehr spannendes Land und ich glaube, das Land wird in Zukunft noch sehr viel wettmachen. Und ich hoffe, sie machen mal ihre Straße ein bisschen. Ja. Und das war jetzt vielleicht auch noch die Frage vom Klaus, wo wir vorher auf die Größe Wohnmobile eingegangen sind. Ich habe ihm geschrieben, ich würde ihm mit seinem Wohnmobil 2,30 Meter breit, 6,50 Meter lang den UNA-Nationalpark nicht empfehlen. Ich glaube, manche würden da nicht mal mit ihrem Auto reinfahren, weil ihr fahrt 30 Kilometer auf einer absoluten Schlaglochpiste. Ja, mehr können wir eigentlich gar nicht sagen. Mehr können wir nicht sagen. Uns war es das im Nachhinein war's wert. Ja. Aber es ist halt, während man unterwegs ist, wir haben auch mal des Öfteren geflucht. Ja. Okay, das war eigentlich das, was man sagen wollte zu unserem Balkanurlaub. Wenn ihr noch was wissen möchtet, wendet euch gerne an uns. Ihr wisst, wir schreiben relativ schnell oder sind bemüht, immer relativ schnell zu antworten. Dann fragt einfach, wenn man jetzt irgendwas vergessen habe oder nicht erwähnt habe, gerne nochmal im Kommentar erwähnen. Ja. Und in der Zwischenzeit melden wir uns natürlich auch mit einzelnen Videos. Dann fällt natürlich noch das Norwegen 4K-Spezial. Ja. Aber wir haben jetzt so super Wetter gehabt. Es war teilweise ja im Sommer hier sehr heiß. Das ist jetzt nicht die Zeit, wo man Videos schneidet. Ich denke, die Winterzeit, die bricht jetzt so langsam an. Ja. Und da können wir die Dinge machen. Und dann wird es auch weiterhin Videos rund um unser Malibu geben. Wir waren mal wieder mit Landvergnügen unterwegs. Das heißt, ihr werdet immer wieder ein Video von uns Was auch kommt, das ist schon in der Pipeline und nicht ganz fertig, ein Video. Als wir zurückgekommen sind von der Balkanreise, haben wir jetzt mal so ein Jahr-Fazit gemacht und mal alles rausgeräumt aus dem Wohnmobil und dann mal so eine kleine Inventur gemacht. Und das zeigen wir euch auch, was haben wir eigentlich alles dabei und wie sieht es bei uns im Wohnmobil aus, wenn das dann da eingeräumt ist. Das kommt natürlich auch noch. Okay. Dann schließen wir jetzt fast den Balkan ab. Es kommt ja noch das Tierhilfe-Endergebnis-Video. Und dann freuen wir uns auf die nächsten Urlaube mit euch. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Iris. Und euer Uwe. Von Iris und Uwes Wohnmobil.